Jo Freunde, wie bisher leider relativ wenige Leute darüber berichtet haben, findet in China momentan ein Völkermord an der muslimischen Minderheit der Uiguren statt. Gerade die Politik in Deutschland hält sich hier immer noch sehr, sehr weit zurück. Kein Wunder, da die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder natürlich wichtiger sind als ein paar Menschenleben. Bisher haben das Ganze nur wenige Länder als Völkermord eingestuft. Unter anderem die kanadische und niederländische Regierung, die das Ganze schon vor fast 2 Jahren gemacht haben. Aber immerhin bestätigen derzeit 43 Länder, dass es zu Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren kommt. Was man hierbei allerdings nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass China auf einzelne Länder wirklich einen enormen Druck ausüben kann. Beispielsweise gibt China gerne kleineren Ländern sehr hohe Kredite. So haben sie beispielsweise einen Hafen in Sri Lanka finanziert. Sri Lanka konnte allerdings die Raten dann nicht mehr zurückzahlen und so mussten sie den Chinesen für mindestens 99 Jahre für eine Leasinggebühr den Hafen überlassen. Das gleiche ist auch vor ein paar Jahren in Montenegro passiert. Dort hat China einen Kredit bewilligt für eine Autobahn, die ungefähr 170 Kilometer lang ist. Mal abgesehen davon, dass die Autobahn einfach nicht fertig geworden ist, konnte Montenegro dann ebenfalls die Raten nicht mehr zurückzahlen und hat sich dann Hilfe bei der EU gesucht. Was da jetzt bei rumgekommen ist, keine Ahnung, man findet halt wirklich nichts dazu. Allerdings hat die EU damals gesagt, dass man Montenegro auf jeden Fall helfen möchte. Denn auch da wäre man wirtschaftlich sonst enorm stark an China gebunden geworden. Die chinesische Botschaft in Den Haag hat übrigens, nachdem Niederlande das Ganze als Völkermord eingestuft hat, gesagt, dass das eine Einmischung in die internen Sachen Chinas sei. Hä? Ja, wir bringen hier schon Muslime um, aber das ist unsere Sache. Lasst uns doch einfach in Ruhe. Auch Frankreich hat das Ganze letztens erst kritisiert. Allerdings freuen sie sich trotzdem noch über die günstigen Made-in-China-Produkte. Aber was passiert da überhaupt gerade? Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit in China. In Xinjiang leben ungefähr 10 Millionen Uiguren. Ungefähr 1,5 Millionen von ihnen werden derzeit in modernen Konzentrationslagern inhaftiert. Oder wie China es nennt, Bildungszentren, wo die Leute freiwillig hingehen. Und die denken so, ja man, das glaubt die Welt, Digga, safe, damit geben die sich zufrieden. Aber warum das Ganze überhaupt? Die chinesische Regierung wirft den Uiguren Separatismus und Terrorismus vor. Tatsächlich gab es von 1944 bis 1949 die Republik Ostturkestan. Die wurde dann allerdings von China mit Zustimmung der Sowjetunion annektiert. Und tatsächlich gibt es dort auch vereinzelt Terroristen, die dort Anschläge verüben. Am 1. März 2014 sind beispielsweise mehrere Extremisten in ein Bahnhofsgebäude gegangen und haben dort mit Dutzende Personen verletzt bzw. auch ermordet. Allerdings übertreibt China hier die Lage einfach komplett, denn sie stufen halt gefühlt wirklich alles als terroristische Gruppe ein. Selbst die Organisation des Weltkongress der Uiguren in München wird von denen als Terrororganisation eingestuft. Das ist kein Spaß. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Uiguren in China wirklich massiv beeinträchtigt werden. Viele von ihnen leben in absoluter Armut, werden 24/7 überwacht, auch mit Bioscanner und Co., haben weniger Rechte als andere Chinesen und werden einfach als Menschen zweiter Klasse behandelt. Jedes Telefonat wird abgehört und jedes falsche Wort wird verfolgt. Dass sich viele Uiguren dann wieder einen eigenen Staat wünschen oder zumindest mal die gleichen Rechte, ist natürlich klar. Ich möchte damit natürlich nicht die Anschläge verteidigen, sowas geht halt gar nicht, aber es ist halt klar, dass es auch unter den Uiguren Menschen gibt, die sich gegen die chinesische Regierung wehren wollen. China hat die muslimische Minderheit immer schlechter behandelt und wie ich gerade schon gesagt habe, sitzen jetzt ungefähr 1,5 Millionen Uiguren in Internierungslager, von denen es derzeit ungefähr 380 Stück gibt. Und was mit den Menschen dort angestellt wird, ist halt wirklich einfach grausam. Kabinur Sidik arbeitete einige Monate in mehreren Lagern als Lehrerin. Und was sie darüber berichtet, lässt einem wirklich den Atem stoppen. In den Lagern kommt es systematisch zu brutalen Vergewaltigungen und Zwangssterilisationen. Die Frauen lassen die sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen einfach über sich ergehen, da sie Angst haben, dass man ansonsten noch schlimmere Dinge mit ihnen tut. Eine Überlebende, die monatelang in Haft gesessen hat, erzählt zum Beispiel davon, dass die Wärter jede Nacht in die Zellen gekommen sind und sich die Frauen ausgesucht haben, die sie vergewaltigen wollten. Teilweise mussten andere Häftlinge den Frauen dann die Kleidung ausziehen, sie mit Handschellen fesseln und danach den Raum verlassen. Nachdem das dann alles passiert ist, mussten die Personen den Raum sogar wieder säubern. Es gibt sogar Berichte dafür, dass sogar Chinesen außerhalb des Lagers Geld dafür zahlen, um Frauen dort vergewaltigen zu dürfen. Gruppenvergewaltigungen sind dort ebenfalls an der Tagesordnung. Nicht selten werden Frauen gezwungen, mit 3, 4 oder 5 Wärtern gleichzeitig Geschlechtsverkehr
zu haben. Frauen werden dort regelmäßig auch mit Elektroschocks gefoltert. Teilweise wird ihnen ein Elektrostab in den Genitaltrakt geschoben und der dann angemacht, was natürlich für höllische Schmerzen sorgt. Frauen berichten ebenfalls davon, dass sie regelmäßig Spritzen bekommen, die dafür sorgen, dass irgendwann die Menstruation ausbleibt. Andere Frauen werden regelmäßig in den Bauch geboxt bzw. getreten, sodass sie einfach nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu bekommen. Regelmäßig wird auch untersucht, ob Frauen denn gerade schwanger sind, und wenn das der Fall ist, werden sie zur Abtreibung gezwungen. Dazu werden viele Frauen ebenfalls gezwungen, sich die Spirale einsetzen zu lassen, damit sie halt gar nicht erst schwanger werden. Den Inhaftierten wird meistens der Kopf rasiert, sie werden bespuckt, geschlagen und das komplett ohne Grund, einfach weil sie halt Uiguren sind. Dazu sind die Menschen dort mangelernährt, haben Krankheiten, sind natürlich seelisch einfach absolut am Ende und müssen in ständiger Angst leben. Dazu ordnete die chinesische Regierung an, dass Millionen staatsbedienstete Han-Chinesen regelmäßig uigurische Familien besuchen und Zeit mit ihnen verbringen sollen und auch dort schlafen müssen. Erniedrigungen, sexuelle Belästigung und Vergewaltigungen waren aufgrund dessen an Frauen und Kindern an der Tagesordnung. Es gibt dort massenhaft Zwangsverheiratungen zwischen Uiguren und Han-Chinesen, um ihnen die Religion und Kultur wegzunehmen. Hunderttausende uigurische Frauen werden hunderte oder tausende Kilometer von ihrer Heimat weggebracht, um dort als billige Arbeitskräfte in den Fabriken zu arbeiten und ebenfalls ihre Kultur und Religion zu verlieren. Menschen, die aus den Lagern entlassen worden sind, allen voran Frauen, waren danach einfach komplett tot und quasi einfach gar nicht mehr am Leben. Berichten von Überlebenden zufolge sind viele anschließend einfach abhängig nach Alkohol oder anderen Drogen geworden, da sie halt mit dem, was sie da erlebt haben, anders einfach nicht umgehen können. China versucht hier systematisch, die muslimische Minderheit der Uiguren zu vernichten. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Deutsche Firmen haben genau in diesem Gebiet Fabriken, die sie einfach immer noch verteidigen. Jan Böhmermann hatte ja schon Ende 2020 über VW berichtet. Hier in dieser Grafik seht ihr das VW-Lager. Diese roten Punkte drumherum sind alles Internierungslager, wo die Uiguren festgehalten werden. Der VW-Chef Herbert Diess hat das Ganze sogar einfach noch verteidigt. I don't know what you're referring to. You don't know about China's re-education camps for 1 million Uyghur people. That is, it has referred to as re-education camps as part of its counter-terror threat in the west of this country. You don't know about that. I'm not aware of that. Hä? Ich weiß nichts davon, dass unsere Fabrik inmitten von hunderten Internierungslager der Uiguren liegt. Also, das kriegt man ja jetzt auch nicht mit, oder? Nichts davon zu wissen ist laut Human Rights Watch aber quasi unmöglich, da natürlich das ganze System genau darauf ausgelegt ist und man auch mit den staatlichen Behörden zusammenarbeiten muss, die halt ebenfalls die Uiguren festhalten. Ob im VW-Lager jetzt allerdings Zwangsarbeiter festgehalten werden oder nicht, kann man halt natürlich nicht sagen, dadurch, dass man einfach in diese Fabrik keine Journalisten reinlässt. Journalisten in diesem Gebiet werden Schritt für Schritt verfolgt, ihnen wird die Weiterfahrt verboten und sie werden komplett ausgefragt. Also eine neutrale Berichterstattung ist da halt einfach gar nicht möglich. Keiner weiß, was da denn wirklich abgeht. VW verteidigt das Werk halt weiterhin und sagt, dass es für die Menschen ja einen positiven Einfluss hat, als dass es negativ ist. Aber das ist logischerweise vollkommener Quatsch. Es geht der chinesischen Regierung ja nicht darum, dass die Uiguren einfach arm sind, sondern es geht darum, deren Religion und Kultur zu zerstören. Und da können auch 100 VW-Fabriken stehen, das ändert ja nichts an dem Plan der chinesischen Regierung. Bei sowas wegzugucken, obwohl es seit langsam mehr als genug Berichte gibt, was da wirklich abgeht, ist gerade für einen VW-Konzern meiner Meinung nach einfach absolut widerwärtig. VW kennt sich ja mit Zwangsarbeitern aus, denn unter Hitler haben sie das Ganze selber unterstützt. VW kommt aus dem Land, wo es den Holocaust gegeben hat, den schlimmsten Völkermord. Niemand ist dafür verantwortlich von uns, was damals passiert ist. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass sich das Ganze nicht wiederholt. Und VW unterstützt gerade genau das. Das Einzige, was man hier wirklich positiv anmerken kann, ist, dass durch die Winterspiele in China gerade immerhin für ein paar Tage über die Uiguren berichtet wird. Was sagt ihr dazu? Ich finde das Ganze wirklich einfach absolut widerwärtig und finde, es ist halt einfach krass, dass die Regierungen da kaum irgendwas zu sagen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.